Hallo und herzlich willkommen zu The Forest in einer weiteren Folge. Ich habe gerade mal so ein bisschen geguckt, weil die Patch-Logs, die Updates, was alles neu geworden ist, wurde gerade veröffentlicht. Die Patch-Notes, genau. Und ich kann euch ein bisschen was sagen. Ich habe mir jetzt nichts durchgelesen oder so. Auf jeden Fall gibt es 5 neue Pflanzen. Kannibalen, die wir vorhin in der ersten Folge gesehen haben, die mit Blut verschmierten, die mit 2 Schlägen tot gehen. Dann gibt es noch schnelleren Schatten, der besser aussieht. Ja, total, ultra, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Tut mir leid. Sieht eigentlich genau gleich aus, aber ich... ganz im Gegenteil sogar. Der sieht sogar, finde ich ehrlich gesagt, sogar schlechter aus, weil guck doch mal, ich bin kaputt. Vielleicht mit einer höheren Auflösung. Aber sonst nichts weiter, wo ich so was sagen kann. Und Reset Table, also erneuerbare Reset. Also, wenn man Fallen aufgebaut hat, kann man die neu machen. Wieso brauche ich so viel Gather Logs? Ah ja, klar. Ich werde jetzt trotzdem mal ganz kurz Sleeping machen. Sleeping at the Train. Nein, Zug nicht. Und ich habe jetzt noch keinen Neustart vom Spiel gemacht, was ich machen wollte. Z. Huh. Oh. Die Sonne geht weiter unter. Das bedeutet, wir haben Besuch. Irgendwo. Ich versuche es nochmal. Mit C erstmal. Erstmal kurz speichern. Okay, und Z. Gut. Wir hatten, glaube ich, gerade Besuch. Von Kannibalen vielleicht. Kannibalin. Die sind nackig. Alles klar. Ist auf jeden Fall cool. Was es noch so Neues gibt, könnt ihr ja selber durchlesen. Das ist jetzt hier kein Was ist neu Video. Mache ich ja nicht mehr, habe ich gesagt. Ihr seht das ja rein theoretisch irgendwann alles. Ich werde immer mal wieder gucken, was es Neues gibt. Und euch das dann immer mal wieder sagen. Auf jeden Fall werde ich noch mal einmal ganz kurz gucken, ob man sich was Neues craften kann. Huch, Alter, scheiße. Das interessiert... Ja, ist natürlich wieder mal kaputt. Das interessiert mich jetzt ehrlich gesagt mal. Ah, man kann da nichts mehr machen. Ich wollte jetzt eigentlich Pfeil und Bogen machen. Wartet. Nee, das ist ja die Feiertorch. Nee, wartet mal. Das ist auch was an. Ich mach's mal kurz. Okay. Pfeil und Bogen. Mit Visier? Mit Punkt in der Mitte? Achso, ich muss ja erstmal. Scheiße, doch. Ich glaube, ich habe zu wenig Federn, sag ich doch. Scheiße. Die kommen sogar in ein unbekanntes Gebiet. Also eben da, wo kein Wasser ist. Okay, die Haie haben sich gerade wieder resettet. Na! Gut, ich brauche die Federn. Was ist denn? Es ist ein Flitzepieps. Da oben auch, hier auch. Okay. Mit Vögeln sparen die einfach nie, scheinbar. Was ist denn da oben? In der Luft? Sitzt da wieder ein Vogel? Oh, weg. Auch cool. Okay, jetzt haben wir auch... Pfeile, aber es gibt leider noch keinen Punkt. Warte mal, ich schieß mal hier auf das Ding. Naja, gut. Kann man die wieder aufsammeln? Nein. Ich versuch mal kurz den Laser zu töten. Ja, okay. Was hat dir das jetzt gebracht? Nichts, ich wollte es einfach nur testen. Achso. Ist doch Quatsch. Okay. Gut. Timer habe ich gestellt. Nicht vergessen. Und ich warte immer noch auf eine SMS. Oh Gott. Auf eine SMS seit 2 Stunden. Mal langsam mache ich mir Gedanken. Und die Vorfolge ging auch schon wieder 42 Minuten. Könnte sogar 3 Stunden sein. Warte mal. Ja, nee, 2 Stunden. Das macht mir ein bisschen Sorge gerade.
Wenn sie sich bis 12 nicht gemeldet hat, werde ich einfach mal versuchen anzurufen. Hier, das ist auch hier anders gemacht. Oder? Nee, ich glaube. Hier habe ich ja mein Hausboot hingebaut. Hier irgendwie. Ich glaube hier. Oder da. Aber na gut. Oh, ich will jetzt endlich mal auf den Berg oder wenigstens darüber auf die andere Kartenseite, aber das gibt's noch nicht. Na, Kannibale hier. Knabber nicht an mir rum. Sonst raste ich ein. Auf jeden Fall ist eben das Wasser weniger geworden. Vielleicht sind die Boote jetzt auch stabil auf dem Wasser, gerade. Ich weiß es nicht. Nein, okay. Hier geht es immer noch so weit wie vorher. Haben sie nur ein bisschen weitergemacht. Wäre natürlich cool, wenn man sich da irgendwie durchbuggen könnte. Ich will wissen, wie es da hinten aussieht. Jetzt schon will ich das wissen. Aber ist ja jetzt nicht so wichtig. Auf jeden Fall, ich höre die ganze dieses Pling. Alter. Why? Unreal Tournament, ey. So, dafür habe ich jetzt 1 Million Euro bekommen, weil ich das gesagt habe. Das ist nämlich Werbung. Nein. Jo. Bam, bing, pling. Du wurden gesehen. Und 5 neue Pflanzenarten. Okay, ich glaube, das wäre auch eine neue Pflanzenart. Aber der Schatten sieht besser aus. Seht ihr das? Wie schön er aussieht? Ich müsste wirklich einen Neustart vom Spiel machen, weil ich habe in der letzten Folge ja schon, glaube ich, gesagt, in dieser auch, die Grafik voll hoch gemacht, alles. Weil das sah ein bisschen doof aus. Aber jetzt sieht es auch doof aus. Vielleicht ist das dann auch nicht mehr hier mit den Löchern im Kopf drinne. Oder das da, dass sich das so erstmal verschwommen aufbaut. Wie man dann jetzt deutlich sieht. Aber ja. Es sind auf jeden Fall weniger Pflanzen hier. Ich habe auch das Gefühl, dass die jetzt anders aussehen. Die haben irgendwie was Weißes manchmal. Und manchmal nicht hier. Guck, wenn man jetzt hier hingeht, das ist was Weißes. Ach so, das glänzt. Jetzt nicht mehr. Huch! Es ist eine Eingebo eine Wilderne, eine Kannibalin. Huch! Huch, 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 huch. Nein! Und 2 Schläge und die ist tot. Finde ich echt cool gemacht eigentlich. Ab in die Poritzer. Man merkt gar nicht, wenn man ohne Stoppuhr aufnimmt oder ohne Timer oder irgendwas dergleichen, wie lange eigentlich mal die Videos gehen. Und wenn man dann am Ende mit Timer aufnimmt, also die nächste Folge, sag ich mal, wie jetzt, dann kommt das so vor, als ob die Zeit einfach nicht vergeht. Die Vorfolge ging ja jetzt einfach mal 42 Minuten. Was habe ich da gemacht? Ja, was habe ich da gemacht? Eigentlich nichts großartig. Aber ist ja egal. Wir sind jetzt erst bei 9 Minuten. Das kommt mir jetzt vor wie 10, 20. Na gut, okay, 10 ist ein bisschen untertrieben wieder. Aber 20 Minuten locker. Guck, hier war damals das Wasser. Hört man auch. Das Wasser ist. Okay. Wenn schon, dann nutze ich mal kurz den Bug aus, aber hier ist nichts. Ja, die Blümchen sind ja hier auch neu. Habe ich ja schon gesehen. Seht ihr, das kann ich ja machen. Immer zu Anfang einer Folge
die Patch Notes immer mal wieder sagen, bis ich das durchhabe, aber ich glaube, das ist auch Quatsch. Lest euch die einfach selber durch oder guckt bei irgendwelchen anderen. Viele machen das ja. Auf jeden Fall werde ich die. Alter, ich wollte sagen. Wackel mal hier in die Cholum. Alter, der kann nicht mehr. Hä? Wieso kann er nicht mehr? Wollte ich gerade sagen. Die Uschi hier. Ich werde hier trotzdem zuallererst mal ein Lager hinbauen. Also. Zum Schlafen liegen. Huch. Der kann auch nicht mehr springen dann. Aber unter Wasser kann er atmen wie ein Fisch. Ich komme hier nicht hoch. Doch jetzt. Pling, pling, tot. Huch, das habe ich jetzt nicht gesagt. Achso, das habe ich ja letztes Mal so gemacht. So, dass das schön drinne ist. Dass man das vielleicht auch gar nicht sieht. Hier war mein Feuer. I need fucking viel. Ah, jetzt ging er mal schneller hoch in die Luft. Also das mit den Kannibalen finde ich echt cool gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Sind rein theoretisch, wenn man so will, Zombies. Hier nix. Nischet. Und ich würde auch gerne wissen, wie das ist, wenn ich jetzt ausmache, das Spiel und wieder anmache, weil die Bäume stehen dann ja alle wieder da. Ob das jetzt immer noch so ist. Ich hoffe, kann ich so gar nicht sagen, ob ich das jetzt wirklich hoffe. Oder eher nicht. Ich glaube, die sind auch neu. Ja, genau. Ich hau noch eine Kannibalin. Wäre natürlich cool, wenn hier einen richtig anknabbern würden. Und es ist jetzt 11:30. Ich mache mir echt Gedanken und Sorgen. Ich wende mich. Ich zeige hier meinen Rücken. Doch, doch, der Schatten ist, glaube ich, hochauflösender. Sieht ein bisschen. Hey, was ist ein bisschen? Sieht detaillierter aus. Habe ich nur das Gefühl oder ist das so? Ich meine, das stand ja so drin in den Patch Notes, aber ich möchte das eigentlich immer selber sehen. Na, hoch. Wo sind die jetzt eigentlich? Haben die ihre eigenen Route? Ja, haben sie. Da geht's sie. Ganz einsam und verlassen mit Blut verschmiert. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Erarschen. Hier liegt noch ein Bäumschle-Stämmschle. Den nehme ich mal kurz mit und hole den mal kurz unter Wasser. Geronimo! Pling! Gut, brauchen wir noch vier. Ah, schaut doch mal einer an. Ich kann mich auch hier hoch glitschen. Ey, die Decke sieht auch doof aus, ehrlich gesagt. Die hatte, glaube ich, vorher ein paar mehr Details. Ich glaube, hier sind mehr Bäume. Ah, gut, nicht gut. Okay, ich habe jetzt alles. Darum werde ich jetzt hier mal kurz einen Baum fällen. Den hier fälle ich jetzt. Oh, verdammt. Meine Energie ist auch schon ziemlich down. Scheiße. Das schaffst du noch. Komm schon. Komm schon. Komm. Ah, ich wollte dir gerade einen Knoppers geben. Es gibt leider noch keine Uhr hier. Vielleicht kann man sich die craften. Das. Lalalala.
Ich brauche Rocks. Auch gleich für das Wichtige, was ich jetzt unbedingt haben brauch will, muss, brauch, tun will. Hi. Na gut. Geht da schnell hier, wie es ausschaut, ne? Lizard. Und noch ein. Super. Also unter Wasser atmet er so ganz normal. Wie du und ich. Huch. Krass, Alter, was ist mit den Vögeln los? Damals waren die immer nur 2 km/h schnell und jetzt. Alter, das baut sich ja richtig cool auf. Respekt. Da hinten ist sie wieder. Ich glaube, der ist langweilig. Komm doch zu mir. Ich möchte Frieden. Friedlich mit dir reden. Wäre natürlich echt cool, wenn man jetzt hier endlich mal ein Begleiter hätte. Ich brauche hierfür immer noch. Warte, wie viel? 2. Die habe ich sogar noch oben zu liegen. Die hole ich mir mal gleich. Wie bin ich hier damals immer hoch? Ah, nee, so nicht. Ach ja, da hatte ich das ja schon fertig. Weiter fertig. Dass ich dann über die Holz... Vorhin ist er gesprungen. Über die Holzstämme so gesehen gegangen bin. Und ich glaube, die hat ihre Patrouille und zwar hin und her zu gehen. Also, war Quatsch. Ihren Weg, nicht Patrouille. Patrouille. Hier liegt der andere Baumstamm. Und ich werde erstmal kurz speichern. Mal kurz beenden. Ich... Nur speichern. Ich habe was gelöscht. Ich wollte doch nur speichern und dann löschen. Scheiße. Okay. Ja, gut, doch. Gut. Gut, dann bis gleich. Okay, ich wollte gerade mal die Patch Logs bei Google Übersetzer übersetzen lassen, aber ich glaube, dass irgendwie Google gerade abgestürzt ist. Also richtig abgestürzt ist nicht von mir, weil ich komme bei YouTube und alles so ein Scheiß rein, aber nicht eben. Ich kann nichts über Google googeln. Wenn ich bei Google was eingebe, dann lädt es und lädt es und lädt es. Ich habe das jetzt mal im Hintergrund laufen lassen. Ich werde auch jetzt öfters mal wieder Aufnahme pausieren, um zu gucken. Tut mir leid, aber ich möchte euch doch ein bisschen was sagen. Und damit, ich möchte es ja auch selber wissen. Da habe ich mir so überlegt, ja gut, dann übersetze ich erstmal mit Google, weil manches ist einfach nicht zu entziffern, was es denn ist. Von meiner Seite aus, ich bin nicht so gut in Englisch, gebe ich zu, habe ich kein Problem mit. Und ja. Alles klar. Ping. Irgendwas mit den Hasen stand da. Der Hasenspeed wurde geändert. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. So ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wie schnell die vorher waren. Ich glaube, das sieht schneller aus, oder? Vogel, du. Schade, dass man die echt nicht mitnehmen kann. Das regt mich ehrlich gesagt auch ein bisschen auf. Aber na gut. Erstmal. Also, die fixen was? Aber es kommen neue Bugs mit zu. Ich sag nur die Vögel. Da. Okay, so schnell können sein, aber nicht so. Genau. Habt ihr das gerade gesehen? Dann stehen sie auf einmal. Irgendwann fliegen sie los. Stehen geblieben. Das ist irgendwie cool. Also hat was. Ist zwar jetzt nicht unbedingt sehr real, aber okay. Ja, jetzt haben wir genug mit Vögel angeguckt. Und das war jetzt alles jetzt gerade hier ohne Timer. Scheiße. Bis gleich. Weiter geht's. Jetzt habe ich wieder schon auf W gedrückt. Also, ich habe jetzt doch mal die
Fixes, die Patch Notes so rausgesucht. Es ging jetzt wieder Google. Yay. Ich kann euch hier mal ganz kurz durchlesen. Was es aber schon gab, neue Stammtyp hinzugefügt. Okay, das ist klar. Ne? Hungrige Kannibalen wird gefallenen Kameraden essen. Gab schon. Das gab schon. Darunter, verschiedene Stämme werden nun miteinander interagieren. Das ist cool. Für eine Jagd gibt es scheinbar dann so eine Gruppe. Für Stalking und zum Töten. Nee. Achso, wenn sich welche gegeneinander getötet haben, irgendwie, wie ich das jetzt hier verstehe. Und sich gegenseitig zu essen. Die essen sich also gegenseitig, das stand da drüber auch schon. Aber okay. Der Schatten wurde verbessert. Ups. Schattenverzerrung ergibt höhere Auflösung. Ja, das ist ein bisschen buggy noch, aber okay. Es gibt es. Ich möchte jetzt hier nicht zu viel lesen, weil das ist... Was? Warte, wartet mal. Neue Höhlensysteme. Und Seegänse gab es auch schon immer. Feste fehlende Licht auf. Also die Taschenlampe macht das vernünftiges Licht. Hat's auch, glaube ich, schon. Na gut, okay, war nicht gerade sehr hell. Und die Spannweite vorne war nicht so. Laugen im Wasser. Ich glaube, das ist hier die Spiegelung. Mit Laugen. Das ist Deutsch, aber ich kann damit jetzt gerade nichts anfangen. Ich glaube, das ist aber das hier. Dieses Verschwimmen-Zeug da auf dem Boden. Ich glaube, das ist das. Kann ich jetzt nicht zu 100% bestätigen. Ich glaube. Oh, ich duck mein Auge. Oh, Alter, du scheiß Hase. Das Feuerzeug macht das vernünftige Lichtbildnisse Dings. Und es regnet. Immer noch auf einmal. Auf einmal pling und da ist es. Hatte ich noch nie, dass Kannibalen, die Eingeborenen, im Boden versinken und da feststecken. Ich glaube, das hatte ich wirklich noch nie. Oder? Dass sie in der Luft sind, ja, aber vielleicht meinen die das damit auch. Also. Die Schlinge von der einen Falle hier von... Momentchen. Von dieser hier, die sieht besser aus jetzt. Alter, wir brauchen 5 Stück. Da kommt die wieder. Zombie, weiß nicht, die geht wirklich immer ihren einen Weg. Alle Fallen können zurückgesetzt werden, habe ich schon gesagt. Fallen Spieler auf den Weg. Okay, kann ich nichts mehr anfangen. Gruselige Mutanten und Tiere nicht mehr in die Schlinge fallen. Also gruselige Mutanten. Also die großen wahrscheinlich, die 6 Beiner. Huch, was macht die denn? Die meldet das doch jetzt wohl nicht, oder? Dass ich hier unten die Patch Notes vorlese, oder? Was ist das? Spiegelung, ja, die Spiegelung, naja. Ja gut, ach, ist jetzt auch egal. Eine Sache wollte ich euch aber noch nicht vorenthalten. Wartet ganz kurz bitte. Das Tisch, der Tisch hier. Der hier. Ja, Plattform. Da oben hat sich gerade was bewegt. Die soll jetzt besser aussehen. Der Blueprint soll besser aussehen. Okay. Na gut. Ich bin jetzt hier nicht dafür da, dass ich euch die Patch Notes vorlese. Ich hab C gedrückt. Jetzt Z. Bitte Tag, bitte Tag, bitte Tag, 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 bitte Tag, bitte. Es ist kein
kein Tag. Das bedeutet, hier ist irgendwo jemand. Alter! What the fuck? Wie hell ist das Feuerzeug jetzt? Alles klar. Nicht unbedingt sehr hell, aber... Na gut. Na los. Jetzt haben wir erschrocken. Doppel erschrocken. Wo denn? Wo sind die? Du rennst mir jetzt hier nicht davon. Vergiss es. Ich will schlafen und dich... Okay, das war schon. War jetzt scheinbar wirklich die eine, die ja immer ihren Weg gegangen ist. Finde ich schade, weil die war echt nett. Die hat mir immer wieder was vom Bäcker mitgebracht. Schade. Na gut. Mach mal kurz hier das Feuer wieder schön hell. Und bling bling, es ist Tag. Feuerzeug weg. Irgendwas mit den Hasen hatte ich vorhin gelesen. Das wollte ich euch eigentlich auch nochmal vorlesen. Also auf jeden Fall kann man die Speicherstände nicht benutzen, um die Bugs auch richtig anwenden zu können. Haben sie ganz unten hingeschrieben, da steht... dass die alten Speicherstände Fehler haben oder solch große Fehler haben würden, dass das nicht mehr möglich sei, diese zu spielen. Und ja. Also was mit den Hasen? Das möchte ich nochmal ganz kurz gucken, da mache ich nochmal am besten einen Cut. Ich habe es gefunden, da steht beschleunigte Kaninchen. Also dass die Kaninchen wirklich schneller sind. Dann gibt es noch bessere Texturen im Flugzeug und Auflösung und so. Hat man gesehen, fand ich. Der Bildschirm vorne zum Beispiel, den hat man gut leserlich sehen können. Jetzt fand ich so, dass man sagen kann, wow, guck mal, was da steht. Man sieht alles. Das dritte habe ich vergessen. Nein, wartet. Ich komme da noch drauf. Hier unten war ja immer dieses Mariengold oder wie das heißt. Das überlappt sich jetzt nicht mehr. Müsste man testen, das weiß ich nicht. Aber die Blätter sieht man immer noch nicht. Das ist komisch. Aber warte mal. Ja, mein Handy ist hier ganz schön... doch, kann man noch benutzen. Pedometer. Die kann man noch benutzen. Und ich möchte meine modernen Axt wieder haben. Added Stone. A Rock. Naja, Stone oder Rock ist das gleiche. Ob Stein oder Fels... Ah, ja. SMS habe ich jetzt auch bekommen. Gott sei Dank. Also schon länger jetzt. Ich glaube, das habe ich in der Folge noch gar nicht gesagt, dass ich da überhaupt irgendwo auf irgendwas gewartet habe. Das weiß ich jetzt aber nicht. Und ich habe den Timer noch nicht an. Momentchen, bitte. Hau doch weiter. Hau doch weiter. Hau, genau. Wow. Nix da. Alter, scheiße. Wow. Wow, ho, ho, ho. Kein Blink, kein Nichts. Sie ist einfach nur aufgetaucht und hat gesagt, ich esse dich auf. In diesem Wortfall, auch in dieser... Oh, fuck it. Irgendwo hinbauen. Mir ist das egal, wohin. Hauptsache, du baust. Oh, verdammt. Jetzt habe ich nur drei. Oh, kutschakutschaka. Wiggle, wiggle, wiggle. Nein! Nein! Ja. Oh Gott, man sieht hier echt gar nichts mehr wegen diesem scheiß Dunkelmachtzeug. Und hier gibt es gar nicht mehr so viele Blümchen wie damals. Mach Pling, wenn du hierher kommst, meine gute, meine teuerste. Kassettenrekorder habe ich noch gar nicht. Die Musik ist auch GEMA-frei. Habe ich mal geguckt, haben jedenfalls welche in... Okay. In so ein Forum geschrieben, dass sie alles GEMA-frei ist. Also wirklich alles. Auch die Musik, die in den Dörfern kommen. Finde ich gut. Wenn das stimmt, finde ich besser
Man weiß ja nie, manche schreiben das einfach nur so rein, damit sie Aufmerksamkeit bekommen. Lalala. Finde ich Quatsch, sowas. Aber okay. Muss ja auch sowas geben. Ich habe jetzt auch eben gerade erstmal eine Stoppuhr angemacht. Scheiße, ich glaube, ich komme dahin gar nicht mehr ran. Nee, doch. Gut, sehr gut, super gut. Super geil. Nein, doch. Wieso bin ich da überhaupt da? Hochgesprungen, so komisch. Oh. Drehhause. Mariengold. Müsste ich auch mal wieder finden. Um zu gucken, ob sich das wirklich nicht überlevelt. Und man sollte Bäume auch von weiter oben abschlagen können. Ohne dass man da durchhaut. Kann man jetzt hier. Nee. Ja, die Bäume sind immer noch unsichtbar dann. Sobald man einmal gegengepullert hat. Und ich glaube, die Folge geht auch schon wieder 30 Minuten. Ich habe eben gerade erst wieder angemacht. Hui! So dolle wollte ich gar nicht. Kaching. Ja, die anderen liegen hier oben. Eigentlich recht Yuji. Aber... Voll, ich gehe jetzt mal vorsichtig hier runter. Gut. So wollte ich das erstmal haben, dass erstmal die Dächer auch fertig stehen. Daher ist jetzt hier auch diese anderen Viecher gibt, diese Kannibalen. Ich denke mal, die sind etwas intelligenter, oder? Ich weiß es nicht. Und ich würde gerne wissen, ob die sich dann gegenseitig auch bekriegen. Die Kannibalen und die Eingeborenen. Oder die... Ja, ich weiß nicht, die... Na, Alter, willst du mich verarschen? Wie viel gibt's denn hiervon? Oder muss ich die zermasseln? Warte mal, liegt der hier noch? Wenn die jetzt hier nicht liegt, dann zermassel ich die ab sofort. Ne, die liegt ja noch. Egal. Komisch. Scheinbar sind das immer wieder spawnende Viecher. Finde ich nicht schlecht. Ehrlich gesagt. Dann hat man wenigstens immer mal wieder was zu tun. Und man erschrickt sich auch immer mal wieder. Weil damals war das ja so. Ja, gut. Alle weg. Das war's. Nach einer Folge, nach 20 Minuten Spielzeit, wenn man auch intensiv hier rumgerannt ist. Und ich habe Hunger. Wie im Spiel, so auch im Real Life. Was ist denn Real Life? Was ist denn das? Und... Ja, darum werde ich auch gleich schnabbeln gehen. Aber Problem ist, ich habe keine Ahnung, wie lange diese Folge schon geht. Die wird definitiv länger gehen wie 20 Minuten. Oder warte, 22. Darum werde ich hier auch gleich... Was soll ich gerade sagen? PAUSE machen. Was soll denn hier? Und Headshot. Alter, das sieht das komisch aus. Ich bin gerade richtig mit dem Körper nach hinten gegangen, mit meinem Körper. Wo sich das Wasser da gut so runter reflektiert hat, da so runtergelaufen ist. Ist natürlich cool, wirklich, sieht cool aus. Bei geraden Stellen bleibt das auch sogar. Ja gut, ein bisschen. Schräg ist es ja hier, darum läuft das immer noch ein bisschen runter, aber das, ich denke mal nicht, dass das irgendein Menschen der Welt interessiert. Ich würde gerne wissen, wie viele Kannibalisten es hier noch gibt, also die mit Blut verschmiert, und ich muss jetzt immer noch was essen. Ich habe ehrlich gesagt Angst, dass man hier sterben kann. Ja, fast bist du richtig gefallen, ganz knapp. Ptsching. Xing Shang Shong beim Karton. Achso, siehst du Kartons in der ersten Folge. Puh. Einfach hochgeflogen. Sah cool aus, ehrlich gesagt. Dass die Kartons da so durch die Karte geflogen sind, förmlich. Ich speichere mal kurz. Es wird auch nicht Nacht. Es wird nicht. Es wird nicht Nacht. Hier ist es auch so. Sieht man ja hier so. Cool gemacht. Vielleicht ein bisschen zu doller, aber auch.
Und ich hoffe, ich muss das mal endlich ausmachen. Die wird es bestimmt auch wieder 40 Minuten gehen. Darum sage ich jetzt bei dem Speicherpunkt eben gerade. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Abonniert mich, gebt einen Daumen nach oben, schreibt in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat, was ihr besser machen sollt, was ihr ausprobieren sollt. Gerade jetzt gibt es da so vieles Neues. Ja. Und abonniert meinen zweiten Kanal. Let's Play Games heißt er einfach. Ich werde ihn verlinken. Und ich hoffe, ich kriege da schöne Abonnenten schon mal rein, bevor ich überhaupt damit beginne, da überhaupt ein Video rein zu hochzuladen. Es wird auf jeden Fall bei der neuen Version dann anfangen. Oder eben bis es neue Spiele gibt, sowas wie Sims 4 oder so. Ich weiß nicht, ob ich das Let's Player. Mal schauen. Dann bis gleich, hoffentlich. Ciao.